Also diese total verrückte Geschichte, die der Wahrheit entspricht, kann ich nur vorlesen und zitieren aus dem Atlas Obscura. Jacinto Garcia wurde als Sohn eines Bauern geboren und arbeitete als Weinhändler, bevor er sich dem Antiquitätengeschäft zuwandte. In den 60er Jahren lebte er mit seiner Familie im Viertel Les Fonds im Industrievorort Terrassa und machte einen regen Handel mit dem Verkauf von Möbeln, die er aus alten Häusern und Bauernhöfen geborgen hatte. Seine Mutter dachte, es würde Spaß machen, das Haus, ein einfaches, zweistöckiges Gebäude, ganz typisch für die Nachbarschaft, im Stil einer mittelalterlichen Burg umzubauen. Ein wenig dekorative Außenarbeit, vielleicht ein kleiner Anbau mit ein paar Skulpturen und turmartigen Elementen, etwas in dieser Art. Nettes kleines Projekt für Jacinto, an dem er rund ums Haus arbeiten könnte, oder? Nun ja, was mit einer Neugestaltung des Hauses in Ziegel- und Steinoptik und der großzügigen Einfügung mittelalterlicher Ornamente wie Nischen, Büsten, Wasserspeier und Schmiedeeisen begann, führte nach und nach zur Schaffung zusätzlicher Stockwerke, Türmen, Säulen, Mauern und schließlich zum Kauf weiteren Landes, um das Gebäude massiv zu einem vollständigen Burgkomplex mit Wachtürmen, Brustwehren, Burghöfen, Verteidigungsöffnungen und zahlreichen Hallen zu erweitern. Diese Arbeit, die sich über 5 Jahrzehnte erstreckte, wurde vollständig von Jacinto Garcia persönlich ausgeführt, der vor Beginn dieses Projektes keinerlei Erfahrung in Architektur oder Bauwesen hatte, mit Hilfe seiner Frau und später einiger Assistenten. Da es sich schließlich um eine private Residenz handelt, ist über das Innere des Schlosses wenig bekannt und der Öffentlichkeit natürlich auch nicht zugänglich. Ein Bericht besagt, dass ein Großteil des Komplexes von den Garcias als Lager für ihre Antiquitäten genutzt wird. Da die Erweiterung in den 60er Jahren war, ist auch unklar, welche Gesetze oder Genehmigungen anzuwenden waren oder sind. Deshalb gibt es natürlich jede Menge Spekulationen darüber, was nach dem Tod des Herrn Garcia geschieht, der mittlerweile 95 Jahre ist und kinderlos. Und während ich das hier aufnehme, habe ich einem Artikel entnommen, dass seit dem 7.7. diesen Jahres die Öffentlichkeit Zutritt hat und Gegenstände kaufen kann. Was für eine Geschichte. Hier sind die beiden und wenn man die sieht, muss man sagen, ein Schloss bauen hält jung. Ich hoffe, die Geschichte hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Danke fürs Anschauen, hinterlasst gern eure Kommentare und bald geht's weiter nach Portugal.